haben wir hier noch was, Leute. Eine Rolle, die Magic-Rolle. Oh yeah. So. Leute. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem etwas anderen Unboxing als sonst. Heute habe ich hier nämlich ein Paket von Loot Raider erhalten. Ja, und das werde ich heute mit euch zusammen auspacken. Also ein fettes Dankeschön an Loot Raider. Wer Loot Raider nicht kennt, checkt einfach mal die Videobeschreibung aus. Es ist im Grunde das gleiche Prinzip wie bei Loot Chest. Und hier habe ich das Paket. Also die Website ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Und ich werde heute das ganze Paket öffnen. Ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ist halt mal was anderes. Kann man mal machen. Nicht jetzt jeden Tag, nicht jede Woche, aber einmal im Monat ist das auf jeden Fall schon drin. Meiner Meinung nach. Wir machen das ganze Paket hier auf. Ich habe hier oben schon meine Adresse weggerissen, wie auch immer. Und ich schaue hier mal rein. Leute, ich würde sagen, wir stellen das hier zur Seite und ich zeige euch eins nach dem anderen. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal so. Ich hole das erste Produkt hier raus. Das ist hier Marvel Civil War. Aha, wir haben hier Agent 13, also Leute, kenne ich nicht, aber wir haben hier wieder ein, so ein Bobblehead, kennt ihr ja, Pop, soll ich das Ganze mal auspacken oder soll ich das so lassen? Ich lasse das einfach mal so, lege ich hier zur Seite hin, ja, das erste Produkt, es gibt hier natürlich noch andere Figuren, Captain America, Iron Man, ja, Captain America wäre geil gewesen, Black Panther, und so weiter und so fort. War Machine. Und wir haben hier Agent 13, Agent 13 oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wie man die Figur richtig ausspricht. Auf jeden Fall, das ist hier die erste Figur von Marvel Civil War. Oh yeah. Stellen wir hier hin. Könnt ihr euch die ganze Zeit betrachten. Aber hier haben wir natürlich noch schöne weitere Dinge drin. So, Leute, warte. Ich muss auch hier erstmal reingucken. Ja, soll ich schon mit dem T-Shirt weitermachen? Komm, wir machen weiter. Hab hier ein T-Shirt. Und das zeige ich euch in der Facecam. Einmal hier kurz. Hier, lala. Tada. Hier könnt ihr eh nicht wieder erkennen. Deswegen einmal in der Facecam. Oh yeah. Ne, das falte ich wieder zusammen, Leute. Das falte ich hier wieder zusammen. Also was ist hier drauf? Da sind zwei Augen drauf. Von welchem Film? Ich würde jetzt sagen... Nee, oder? Ist das richtig, was ich hier gerade im Kopf denke? Soll ich es aussprechen? Nee, ich spreche es nicht aus. So, T-Shirt ist natürlich auch dabei. Also ihr könnt bei der Bestellung zum Beispiel die T-Shirt-Größe angeben. T-Shirt lege ich hier. Also quasi genau das gleiche wie mit Loot Chest und die Loot Chest Unboxings kennt ihr ja bei mir. So. Was hole ich hier als nächstes raus? Da steht einfach nur Marvel dran. Und das packen wir jetzt mal aus. Das packen wir mal aus. Also ich vermute, dass es eine Tasse ist, oder? Oder was soll das sein? Ha, nice. Leute, schaut euch das an. Das ist aber keine... Ist das eine Tasse? Ne, das ist hier so ein... Wie nennt man das? Doch, im Grunde, im Prinzip ist es eine Tasse. Ist da noch was drin? Nein. Also kann ich die Box erstmal wieder zumachen. Und stelle ich, naja, stelle ich hier nicht auf den Tisch, weil ihr seht ja hier die Tasse. Ich würde sagen Joker, oder? Oder ist es nicht der Joker? Nee, der Joker ist es nicht, aber es ist, ja, auch wieder von Marvel. Deswegen steht auch Marvel dran. Also Ben weiß definitiv, wer das ist. Also Ben macht natürlich auch wieder das Unboxing. Ich weiß nicht, wann er das macht. Deswegen verlinke ich euch einfach mal den Ben Masterful Kanal unten in der Videobeschreibung. Stelle ich hier mal zur Seite. Dann haben wir hier noch was. Leute, eine Rolle, die Magic Rolle. Oh yeah. So.
Leute? Oh ja. Yeah. So, was haben wir hier? Ein Batman Poster. It's a bird. It's a plane. No, it's Superman. Ach, ein Batman. Superman natürlich. Wie bin ich da auf Batman gekommen? Da ist na ganz klar Superman zu erkennen, weil diesen Charakter kenne selbst ich. Ich hoffe, ihr konntet alles erkennen, weil ich schneide ja von der Facecam hier immer ein bisschen ab, deswegen gehe ich jetzt einfach mal von hier. Hier lang. Jetzt konntet ihr aber alles erkennen, das werde ich hier wieder einrollen. Und kommt hier mit auf den Tisch, würde ich sagen. So, was haben wir da noch drin? Ein paar Hefte. So, erstmal The Punisher. Panini Comics. Auch Panini ist hier am Start. 4,10 Euro. Seht ihr hier unten. Kostet es eigentlich so. Das ist wieder so ein Comic. Lege ich mal hier hin. Und dann haben wir hier noch Loot im November. Ach ja, hier. Da haben wir hier. Das ist Venom oder Carnage oder so. Vater oder Sohn. Muss ich ehrlich sagen. Kenne ich nicht. Dann haben wir von Deadpool. Ah, Deadpool. Hatte ich vorhin auch nicht im Kopf. Ich hatte da einen anderen Charakter im Kopf, aber Deadpool, sehr cool. Jetzt, wo man es hier lesen kann, dann eine Popfigur, habt ihr ja gesehen. Den Comic, ein Poster und eine Kaffeetasse. Das ist hier eine Kaffeetasse. So. Oh ja, so ein richtiger Pott, Leute. So ein richtiger Pott hier. Damit schlürfe ich dann in den kommenden Videos mein Tee, würde ich sagen. Oder, Ben? Ich weiß, dass du das Video siehst und das kommentiert hättest. So. 10%, bla bla bla. Hier nochmal der Shop. Shop.lootvader.de. Und ich sehe gerade, ihr habt sogar, also es wird wahrscheinlich in jeder Box beigelegt, ein Gutscheincode. Ein Code. So, und das war alles, Leute. Die Box ist leer. Das muss noch die Rolle dabei, die aber jedes Mal, okay, die halt eingepackt worden ist, hier mit dem Superman Poster. Aber zum Glück habe ich hier diese Übersicht nicht am Anfang gesehen, weil dann hätte ich gleich gesehen, was wir alles bekommen hätten. Ja, hier nochmal die schöne Übersicht, Superhelden November 2016. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen, nochmal ein fettes Dankeschön an Loot Raider, wie gesagt, unten verlinkt. Genauso wie Ben Masterful. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dieses Mal kannte ich mich jetzt nicht so wirklich aus. Aber ihr habt ja letztens gesehen, bei der letzten Loot Chest Unboxing, da kannte ich eigentlich so gut wie alles. Man muss halt Glück haben. Ich kenne mich jetzt nicht mit jedem Superheld aus, aber ich denke mal, ihr auch nicht. Wer sich mit jedem Superheld auskennt, da kenne ich eigentlich nur einen. Wie heißt denn der nochmal? Ben Masterful, oder? Ist natürlich auch unten verlinkt, der Ben, er macht dazu auch noch ein Unboxing. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren, rechts daneben findet ihr nochmal die letzten Unboxings. Ich denke mal, ich verlinke euch da das Loot Chest Unboxing und dann nochmal ein Magitex Unboxing oder so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, tschüssi.